Hallo liebe Ischgl-Freunde, mein Name ist Andres Ramsauer, ich bin der neue Geschäftsführer der Silhouette Therme und ich möchte euch jetzt den aktuellen Baustand sagen. Kennst du mit mir? Ja, jetzt sind wir in der Sauna Lounge. Die Sauna Lounge ist unser größtes Restaurant an der Spitze oder am Dach des Gebäudes fast. 125 Sitzplätze, Grillrestaurant mit Holzkohlegrill offenen und es wird richtig cool. Ja, jetzt sind wir da in der Panoramasauna, die mit ihrem spektakulären Panoramablick eine der größten Saunakabinen Österreichs wird und aus meiner Sicht eine total spektakuläre Kabine ist. Ja, ich sitze im Kneippbecken, jeden Betonbauer geht das Herz auf, wenn er die Schallung sieht. Wie kompliziert das gemacht wird, die Geometrie natürlich ultra komplex und ultra kompliziert und es wird sicher ein total lässiges, cooles Bäckchen mit Ausblick über Ischgl. Ja, ihr könnt es nicht riechen, ich kann es riechen, wir sind in der Zirbensauna mit dem super coolen, originalgetreuen Panorama hinter mir mit Bürgel, Flimspitz und Melilspitz und da werden wir euch dann ab Dezember begrüßen können. Ja, wir befinden uns jetzt im Private Spa. Wir wären nicht in Ischgl, wenn es nicht irgendwas gäbe, was ganz exklusiv und besonders ist. Unser exklusivster Bereich ist hier herinnen. Den Bereich kann man sich mieten, wenn man sich mal ganz besonders gut gehen lassen will, mit Sauna, Dampfbad, eigenen Ruhebereich, Gastronomie, allem drum und dran. Nachdem man letzte Woche die Decke in der Thermenhalle fertigstellen konnte, wurden sofort die Gerüste rausgebaut und die Beckenfirma montiert gerade die Wasserleitungen im Hintergrund im Erlebnisbecken. Hinter mir seht ihr den Lichtturm des Erlebnisbeckens, der von dieser Ebene bis ganz aufs Dach geht und wunderbares Tageslicht einfängt. Das wird sicher mega da drinnen zu liegen. Ja, wir sind im Veranstaltungsraum. Bis zu 600 Personen werden ab Dezember da als Besucher begrüßbar sein. Und ja, wir suchen auch noch Mitarbeiter. Und wenn du Interesse hast, mit uns mitzuarbeiten und die richtig lässige Therme zu öffnen, dann findest du alle Jobs unter jobs.silhouette.at. Jeder, der daheim einen kleinen Pool hat, kennt das, wo wir jetzt sind. Nur bei uns ist es halt in einer ganz anderen Dimension. Wir sind da im Herzstück unserer Badewassertechnik, der Badewasseraufbereitungsanlage. Das, was daneben wir sind Badewasserpumpen und diese riesigen Dinger, die da hinter mir stehen, das sind die Filteranlagen für die einzelnen Becher. Wir sind da im Heizungsverteilerraum der Silhouette Therme. Wir wissen natürlich alle, dass Thermen sehr energieintensive Betriebe sind. Das wird auch bei uns so sein. Aber wir haben uns dazu entschlossen, den ökologischen Fußabdruck der Silhouette Therme so gering wie möglich zu halten. Das heißt, dass wir überall da, wo es möglich war, auch Wärmerückgewinnungen machen. Auch wenn das wirtschaftlich vielleicht gar nicht so lukrativ ist, aber man hat es trotzdem gemacht. Man hat versucht, die giftigen Stoffe, die man in einer Therme oder auch beim Eislaufen hat, so gut wie möglich zu vermeiden. Also wir haben umweltfreundliche Kältemittel. Und das, was wir da jetzt sehen, das ist ein riesiger Heizungsverteilerraum und die Heizenergie kommt zum größten Teil aus Erdwärme. In etlichen über 50 Meter tiefen Bohrungen wird hier die Wärme aus dem Boden geholt und dient zur Wärmeversorgung, aber im Sommer auch zur Kühlung der ganzen Anlage.